Im großen Strome der Auswanderer schwimme ich mit, die unserem Vaterlande enteilen. Fleißige, gute Leute sind das, von der blanken Not getrieben, für ihre Kinder an fernen Gestaden ein besseres Leben zu suchen, vertrauend auf Glück und Tatkraft. Mein Los ist ein anderes. Ich bin ein Verbannter, aus meinem Württemberg expediert, wegen meiner Bemühungen, die dortigen schlimmen Verhältnisse zu bessern. Das System der Monarchie hat die größte Schuld an den schreienden Missständen. Rau in der Rolle, dass er praktisch als Volkstribun seine Leute angesprochen hat. Da die Mächtigen die Wünsche des Volkes nicht hören wollen, bleibt ihm nur die eine Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und seine Verfassung selbst zu ordnen. Zieht mit zur Riesenvolksversammlung nach Cannstatt. Und sie wollten bewaffnet gehen. Die Freiheit ist in Gefahr. Geben Sie die hier befindlichen Gewehre unverzüglich für die Bevölkerung Ihrer Stadt frei. Sie wollten einfach zeigen, wir sind wehrhafte Männer. Geben Sie die Kanone frei, die in Rottweil zur Verfügung steht. Waren in Rottweil wenige überrascht, dass es da gekracht hat. Die Volkssouveränität ist hiermit feierlich ausgesprochen. Aber Württemberg hieß eben König Wilhelm von Württemberg und nicht die Republik. Sie sollen den Kummer im Zwetschgenschnaps ertränkt haben. Deshalb heißt das auch im Volksmund der Zwetschgenfeldzug. Kau hat 13 Jahre Festung gekriegt, die er dann auf dem Aschberg abzusitzen hatte. Für die Freiheit, für die Volkssouveränität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die deutsche Geschichte insofern eine andere Richtung genommen hätte, als man sich mit den westlichen Nachbarn schneller hätte verständigt. 1980 hat der Gemeinderat nach Rau eine Straße benannt. Einmal, weil man sah, dass Rau eigentlich etwas Gutes wollte. Und Rau war nun einfach ein Mann vom Volk. Und das hat man bisher versäumt, das einfach aufzuarbeiten.